Jo, was geht und willkommen zurück zu einer Folge von Minecraft Dragons. Für mich jetzt tatsächlich eine Ewigkeit gefühlt her, wo ich das letzte Mal Dragons aufgenommen habe, generell in Dragons war. Für euch tatsächlich einfach nur der nächste Abo-Tag. Und zwar, dieses Video nehme ich gerade einen Tag vorher auf, glaube ich, ja, einen Tag vorher auf. Das Donnerstagsvideo nehme ich heute auch noch auf. Ich nehme am selben Tag auf. Jedenfalls. Ich nehme die Videos, die kommen jetzt erstmal die nächsten zwei vorab auf, weil ich auf der Gamescom bin und nicht da bin. Und ja, deshalb sind wir jetzt hier. Ich habe auch schon ein bisschen was gesehen, dafür müssen wir uns Diamanten mitbringen, die ich auch eben uns noch beschaffen habe, weil wir keine mehr hatten. Also wir hatten nur Erze und die habe ich uns erstmal rangeholt. Beziehungsweise mit meiner Forscherspitzhacke abgebaut. So. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen werden, aber ich habe gesehen, Fifi hat einen Shop eröffnet. Und da gehen wir doch direkt mal einkaufen. Weiß schon, welcher Shop es ist. Ich lasse euch mal nicht spoilern. Denn erstmal hat jetzt hier der Chunkmaster, wie im letzten Video angekündigt, jetzt eine Voiceline. Guten Tag, was kann ich heute für dich tun? Ich kann ja einen Chunk claimen für 10 Punkte, 5 Stealth-Eier, 5 Netherite-Glocken. Oder 5 Erdrachenköpfe anbieten. Außerdem hat jetzt unten, da sie jetzt schon in den Shop, da gehen wir gleich hin, hat jetzt unten der Magier auch eine neue Voiceline. Eine neue Dialoge. Willkommen im Magieshop. Magie ist etwas ganz Tolles. Am besten fängst du an, indem du das Codex Arcana besorgst. Darin steht alles, was du über Magie wissen musst. Ich biete dir wenige, aber wichtige Komponenten, um mit der Magie durchzustellen. Ach du, übrigens, pass auf die Kultisten auf, die sind gefährlich. Ich habe gehört, dass die sich zu einem Kult, dass sie sich zusammen einen Kult erschaffen haben. Besuch mich auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn du bereits fortgeschritten bist. Und ja, es hat Shop. Ich werde mir jetzt von hier nichts kaufen, weil ich das so herstellen könnte. Ja, deshalb werde ich mich auch nicht da was kaufen, das ist für Leute, die halt nicht wissen, wie sie da rankommen und so. Aber ja, Fifi hat einen Drachenschuppen-Shop aufgemacht, oder wie bei einem Drachenschuppen-Shop. Manuskripte für ein Tier. Und ich sag so, wie es ist, das sind hier 11. 3 Drachenschuppen für ein Tier. Ich kann einfach gleich 11 ausgeben. Alles ausgekauft. Packen wir uns ein. Denn ich möchte vorerst mir eine rote Rüstung beschaffen und später natürlich die Rüstung in meiner Farbe, also sprich eine blaue Saphir-Rüstung, bloß die sind halt seltener, die Drachen. Deswegen mache ich das auch erstmal mit einer roten Rüstung. Und ja, ich habe auch hier noch die ganzen Drachenbilder. Ich habe es dann noch niemand gesehen, weil bisher noch keiner online war, oder? Und auf Fifi war Donnerstag nochmal online, da war ich nicht mehr online. Ist mir aufgefallen. Aber sonst, ja. Ich habe ein wenig was vorbereitet. Und zwar, wir können uns heute ein bisschen um Essen kümmern. Ich habe ein wenig Essen mit dran geschaut. Und ja, können wir ein bisschen uns hochessen. Weiß gar nicht, haben wir hier irgendwas, um uns schneller Damage zu machen? Sonst gehe ich einfach kurz. Was kann ich denn hier essen, was jetzt mir Vorteile gibt? So, das und das noch. Dann gehen wir einmal auf Sprungkurs. Wow, ich habe echt wenig damit bekommen. Ich wollte, aber ich habe einfach voll. Ja. Huch. Weiß ich gar nicht, dass ich mir das mal aufgebracht hatte. Aber besser für uns, muss man sagen. Denn so kann ich besser Damage taken. Auch theoretisch kurz mal den machen. Habe ich mehr Damage getaked. Und wir haben ein weiteres Herz. Damit haben wir jetzt die, ich glaube, 30 Herzen. Mal 1, 2. Die 30 Herzen haben wir jetzt so. Und wir machen weiter. Denn wir müssten ja vor allem Vivi aufholen, der schon 40 Herzen hat. Und ja, es gibt zwar 155 Herzen in dem Update. Aber wir werden natürlich nicht alle direkt ranholen. Ist ja auch ein bisschen verrückt. Nur mit 50 Herzen Quest. Wollen wir jetzt nicht direkt erledigen. So, jedenfalls, wir gehen jetzt erstmal in unsere Küche und bereiten uns einiges zu.
Ich weiß bloß nicht wie. So. Ich habe keine zwei Pineapples. Das kann ich nur anbauen. Okay, dann ist das schon mal useless. Hier raus könnte ich irgendwas machen, aber davon habe ich auch nur eins. Ich glaube, ich kann von jedem mal einen Samen machen. Damit wir auch die anpflanzen können. Aloe. Also, ich finde es auch witzig, ich kann diese Samen einfach essen. Aber ich kann alle essen. Dass die Samen auch selbst mehr geben. So, dann packe ich hier erstmal hier rein. Denn ich esse jetzt einfach die Samen. Und die war nicht schwer zu bekommen. Die könnt ihr einfach, was findet man aber recht einfach, irgendwo mitten in der Wüste oder halt in zu sämtlichen Biomen. Wo man nicht mal wissen, wo es die gibt. Ist einfach sehr einfach, muss man sagen. Und ich werde auch, denke ich mal, in der nächsten Folge noch einige anbauen. Denn das ist ja auch zum Vorteil. Oh, falsch, Chest. So, einmal hier, einmal hier. Hier. Machen wir alle hier hoch. So, dann habe ich hier alles zum Essen. Das hier sind meine ganzen Samen, die ich doppelt habe. Den Rest packe ich hier erstmal rein. Und dann würde ich sagen, ziehen wir doch gleich mal durch. So, gehe wieder hier runter. Ich droppen, damit ich genügend Hunger kriege, weil ich heilen muss. So. Ein weiteres Herz, let's go. Und dann haben wir die 41 Herzen. Ne, 31 Herzen, so. Und ein weiteres. Und jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen warten. Ist zwar ein bisschen langweilig, muss man sagen, aber es dient ja auch dafür, dass wir Herzen kriegen. Und ich sag du, es ist, ich denke mal, auf der Seite hier des Feldes, also ich werde mal den ganzen Gang ein bisschen erweitern, vor allem hier hinten in der Schneise. Und werde hier wahrscheinlich auch noch mal ein Feldgebiet hinbauen. Damit man jetzt erstmal hier so ein Feldgebiet hat, um alle möglichen, ja, Seeds anzubauen. Es gibt ja hier richtig viele Seeds, wie ihr seht. Und ja, da werden wir einiges mitmachen. Wir haben ja hier jetzt auch, soweit ich weiß, irgendwie nicht. Gut, dann kommt das eventuell später noch hinzu, aber wir haben ja auf jeden Fall viel Schönes dabei. Also wir haben jetzt von Pam die haben jetzt hier beim Samenstock zwei Drops drauf. Ich weiß gar nicht, ob man es hier irgendwo sieht. Das hier sind Trees. Haben wir drauf. Und Crops. Sprich, wir haben viel, viel mehr an Essen als davor. Was auch sehr wichtig ist für diese Season von Dragons. Alleine durch die Dragons. Und wir haben übrigens jetzt auch das Update drin, dass hier die Dinger genervt wurden. Also ihr seht jetzt hier, dass es nicht mehr so schnell schlägt. Ich habe generell ein Update, dass auch die Drachenrüstung jetzt stärker ist. Dass ein paar Sachen wurden genervt, ein paar Sachen wurden gebufft. Also eigentlich vieles wurde gebufft. Und ja, ein weiteres Herz. Ihr seht jetzt schon auf 33 Herzen, das ist wunderbar. Und ich denke mal, ein weiteres werden wir noch bekommen können. So. Es wird wahrscheinlich nur noch eins sein. Aber das ist mir egal, dass es nur eins wird. Denn so oder so ist es schon mal gut, dass wir uns ein bisschen hochleveln wieder. Übrigens zur
Schnitzeljagd, da werden wir eventuell im nächsten Video, je nachdem, was anfangen vorzubereiten, damit Fifi seine Rüstung mal wieder bekommen wird, was halt fürs wahrscheinlich erste ins 1 bis 2 Wochen er überhaupt herausfinden wird. Hoffe ich mal, dass er das überhaupt herausfindet. Und an dem Tag, wo ich es aufnehme, geht Fifi auch noch am Abend live und spielt Dragons. Und ja. Da werde ich natürlich gucken, ob er. Werde ich natürlich im Nachhinein gucken, ob er das Rätsel schon gelöst hat, wenn ich es denn schon gemacht habe. In meiner Aufnahmesession jetzt so. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal machen, dass dieses Video online kommt. Denn am selben Tag ist man nicht ganz so leicht. Und ja, die nächsten Videos werde ich dann danach, wenn das online ist, aufnehmen. Und dann ein bisschen entspanntere Zeit. So, jetzt haben wir das geschafft. Jetzt würde ich auch sagen, machen wir uns auf jeden Fall schon mal eine Drachenrüstung. Ich weiß gar nicht, wie die genau geht. Ich brauche auf jeden Fall einen Diamanthelm, deshalb wollte ich einen Helm machen. Gute Frage. Ich könnte einen Helm machen. Ich könnte auch eine Chestplate machen. Ich glaube, ich mache mir eine Chestplate. Brauche ich hier noch Knochen? So, dann mache ich mir hier erstmal eine Chestplate. Gehe hier rein. Mache die Netherite, die ist auch jetzt gebufft ist. Also Netherite macht deutlich mehr Bonus. Normalerweise macht das ja wie nur 8 und dann halt hinten auch 2 oder so. Aber alles von mir hochgebufft. Und dann packen wir das hier noch hoch auf eine Red Scale Chestplate Part. Und dann können wir, ich glaube nicht so, doch, doch so, so, und so, so, eine Dragon Scale Chestplate machen. Die werde ich natürlich in mein Inventar, also meinen Rucksack behalten, damit die niemand wegnehmen kann. Ich bin nicht so blöd wie Fifi und packe das auf mein Armor Stand. Das ist ja wie selbstverschuldend. Und da wurde auch inzwischen auch alles geklärt, was darum geht. Ich bin jetzt für meinen Regelverstoß, werde ich eine Stunde oder so oder ein Stream lang Fifi Sklave sein. Je nachdem, mal gucken, ob das überhaupt noch kommt. Also, die Option steht für ihn frei. Und ja, er wird halt seine Rüstung über die Schnitzeljagd wiederbekommen. So, können wir die Diamonds erstmal wieder wegpacken. Pack erstmal die Fackel auch hier weg. Werde ich nicht brauchen. Ich denke mal, es ist gerade auch Nacht. Ich habe gleich ein Bett. Ach, diese ganz vielen Herzen. Wunderbar. So. Vierunddreißig Herzen. Das ist. Ne, 34. Doch, oder? Rot, gelb. Ja, gelb ist 30. Voll 30. Danach 34. So. Ja, das passt. Definitiv. Ja, jetzt ist noch eine gute Frage, was machen wir jetzt noch? Ich würde vielleicht noch ein wenig weiterbauen. Also das halt ein bisschen ausbauen. Und hinten auch schon vorbereiten für dann die neuen Beete. So. Wer die eigentlich herstellt, ist Bambus. Dann werde ich hier eben noch ein paar Bambusfackeln, Tiki-Fackeln herstellen. Denn ich müsste ja im Normalfall eigentlich viel Bambus haben. Naja, nicht mehr so viel, aber es reicht auf jeden Fall dafür. Dann gehen wir wieder rüber. Und I don't know, wieso die hier steht. Aber naja, packe ich hier den Tiki hin. Hier. Dann wollte ich das hier ein bisschen umbauen. Bisschen offener gestalten, damit man hier auch nicht so dieses Gefühl hat, dass man hier eingeengt wird. So. Und dann können wir mit dem Bambus-Fans uns hier so eine schöne Line ziehen. Ich soll ein bisschen hier verschönern wahrscheinlich.
Ich werde wahrscheinlich auch hier einmal das so weiterführen lassen. Dass hier hinten dennoch das anders weitergeht. Und ich würde gerne ja hier hinten auch noch eine weitere Schicht des Gartens machen. Mit vor allem den neuen Samen, die wir besitzen. So. Hier so, so, so. Zack, zack, zack. Ganz wichtig, Fackeln. Damit es immer schön hier ausgeleuchtet ist. Und keine Monster hier spawnen. Im besten Fall. So. So. Übrigens, Leute, wenn ihr wollt, ihr könnt mir auch mal eure Fragen an mich in die Kommentare schreiben. Kann ich die auch mal in solchen Sessions beantworten, damit es nicht mal so leer wirkt. Denn ich habe halt wenig zu sagen. Bin ich so ganz gesprächig, wenn ich jetzt kein Thema habe. In der letzten Folge war ich halt sehr gesprächig, weil ich ein Thema hatte, über das ich sprechen konnte im Video. Aber hier ist jetzt gerade nichts los, deswegen versuche ich hier irgendwas zu reden, damit es nicht ganz so still ist. Und ja, ich würde sagen, das passt auch recht gut. Heute würde ich ja also doch mal sagen, das war es schon mit der Folge, denn ich habe zu tun mit Vorproduzieren. Und ich würde sagen, haut rein und ciao. Leute!